Die Larven der Libellen, hier eine Großlibelle, leben 1 bis 2 Jahre, teilweise bis 5 Jahre, unter Wasser und atmen mit einer Art Kiemen. Hier die Larve der deutlich kleineren Kleinlibelle. Doch wie werden aus diesen käferartigen Geschöpfen diese wunderschönen Libellen? Nach der letzten Larvenhäutung befindet sich bereits eine fertige Libelle in der Larvenhülle und sie klettert dann auf ein Schilfrohr oder ein anderes Gewächs und hängt sich dort ein. Fast sofort schält sie sich aus der Larvenhülle. Hier sieht man schön, wie die fertigen Flügel aus der Hülle gezogen werden. Dieser Vorgang dauert fast 20 Minuten, gefolgt von einer halbstündigen Trockenphase. Danach zieht sie den Rest aus der Larve und ändert die Position. Nun werden die Flügel aufgefaltet. Das dauert wieder etwa 10 Minuten. Danach trocknen die Flügel etwa eine Stunde, je nach Wetter, bis sie dann auseinandergebreitet werden. Das Ganze ist nicht ungefährlich. Die hier stürzt ab. Zwar habe ich sie mit einem Stöckchen gerettet, die Flügel sind aber bereits arg in Mitleidenschaft gezogen. Nach weiteren Abstürzen war sie nicht lebensfähig. Hier hat ein Vogel den Torso während der ersten Phase einfach abgebissen. Hier nun die Kleinlibellen. Vorne trocknet gerade eine Kleinlibelle, während sich hinten eine aus der Larve pult. Kleinlibellen steigen nach vorne aus der Larvenhülle. Außerdem müssen sie auch erst ihren Hinterleib zu voller Länge ausbilden. Ready for take off. Und auf zum Jungfernflug.